Ja, okay. Das wird so in die Hose gehen. Also, ich hab's. Ich weiß es nicht. Ich hab die Quest nie gehabt. Aber. Was? Was hast du gesagt? So, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, Part Nummer 139. Wir sollen ja in dem Hinterzimmer jetzt die Quest beginnen mit dem Selbstvertrauen. Dann, Vadim, was hast du zu sagen? Was willst du, Vadim? Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Ja. Ich will mir erstmal deine Idee anhören. Travis braucht mehr Selbstvertrauen. Weißt du, was da hilft? Eine Kneipenschlägerei zu gewinnen. Ich bin sicher, du warst mal an einer beteiligt, ja? Nö. Aber ich hab sehr vielen Ghoulen mit meinem super mega tollen Baseballschläger die Fresse eingehauen. Das war ganz cool, tatsächlich. Die haben nicht viel gesprochen, aber ja, ich kann mich behaupten. Ich kann mich schon behaupten, wenn es das ist, was du meinst. Das stimmt. Ich habe selbst gesehen. Oh, Kate, Liebe Das geht ist raus. genau richtig. Ich will, dass du Travis bei seinem ersten Kampf unterstützt. Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Okay. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Ja, wie soll das funktionieren, Digi? Wie soll sowas denn überhaupt funktionieren? Es wird funktionieren. Versprochen. Wie? Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Okay. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Ganz einfach, oder? Das wird so in die Hose gehen, hundertprozentig. Das weiß ich jetzt schon. Wenn die Schläger Geld bekommen, dann will ich auch was. Okay, in Ordnung. Du bekommst auch deinen Anteil. 100 Kronkorken. Ja, ist okay, ich will mehr. Ich dachte, Travis wäre dein Freund. Ist er nicht mehr wert als das? Ich bin doch kein Geldsack. Verdammt. Außerdem sollst du das machen, um Travis zu helfen. Denn er ist ein guter Mensch. Ja, okay. Ich habe alles für 6 Uhr vorbereitet. Dann sollte Travis hier sein. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Versprochen. Okay. Was soll ich machen? Soll ich jetzt zu Travis gehen? Triff dich nach 18 Uhr mit Travis im Dugout Inn. Ist ja das Dugout Inn, ne? Ja, okay. Das wird so in die Hose gehen. Also, ich hab's. Ich weiß es nicht. Ich hab die Quest nie gehabt. Aber. Was? Was hast du gesagt? Ich. Was? Du kleiner. Willst du froh sein, dass ich schlecht klauen kann? Okay. Wir warten einfach mal. Wow. Wir setzen uns hier mal hin. Und dann warten wir mal. Wie lange? Bis 18 Uhr, hat er gesagt, ne? Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Hier, komm. Dann sind wir, haben wir es gleich. Ah! Das war knapp. Oder? Warte mal. Wo haben wir denn jetzt? Triff dich nach 18 Uhr? Ja. Ja, da kommt er doch. Perfekt. Du siehst schon aus wie so ein kleiner Pimmel. Komm her, Bull. Hey. Was ist dein Problem? Das weiß ich noch nicht. Okay, ich sag nichts. Hi, Travis. Moin. Ich mach nicht. Okay. Ich mach normalerweise nicht. Oh Gott. Deshalb. Ach, du bist goldig. Hey, Kumpel. Oh, du bist's. Okay. Bin hier, um dir zu helfen.
Ich will, du weißt schon, keine Schwierigkeiten machen? Ich weiß wirklich nicht, was ich getan habe, um sowas zu verdienen. Ich will einfach, dass sie verschwinden. Hä? Ja. Warum nicht Kontra geben? Auf. Warum rückst du ihn nicht ein wenig Kontra? Nein. Nein. Das wäre schlecht. Bei den Männern könnte das... Nun, es könnte zu Gewalt führen. Ja genau, das soll's doch. Keine Sorge. Ich helfe dir. Naja, wenn du denkst, dass wir das schaffen... Ja, klar. Halt einfach die Klappe und spiel mit. Ja, echt so. Hi. Mal wieder. Hi. Hi. Oh. Okay. Das reicht. Okay. Entschuldigung. Hast du gerade was gesagt? Ich hab gesagt, es reicht. Lasst mich in Ruhe. Seht ihn euch an. Lass mich mal eine Sekunde nachdenken. Nee, ich glaub nicht. Okay. Ich mein's ernst. Lasst mich in Ruhe. Klingt, als wolltest du mir drohen. Ist das so, Travis? Wolltest du mir drohen? Komm her, Travis, tu es. Ich frage mich, wie die Drohung ausgesehen hätte. Was willst du machen, kleiner Mann? Ich hau euch um. Großer also. Fehler, Travis. Jetzt mache ich dich und deinen Kumpel da platt. Okay. Glaube ich nicht. Oh, Digga! Ah, hier. Oh! So, was mit dir? Oh, Himmel, mein Kiefer. Scheiße, Mann. Einfach scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Ja, gell, das ist nicht das, was wir vereinbart hatten. Hä, doch? Ich werde wiederkommen. Das ist noch nicht vorbei. Hörst du? Hey. Hi. Hi. Mal wieder. Hi. 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 So, ist doch geschafft. Travis. Wow. Ich kann's nicht glauben. Wir haben's geschafft. Ja. Wusste doch, dass du das kannst. Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Ich kann's nicht glauben. Du hattest recht. Ich muss mich um jede Menge Sachen kümmern. Ich bin dir echt unendlich dankbar. Na also. So. Und war doch geil. Das lief doch gut. Ja, gelle. Bereit für den nächsten Teil des idiotensicheren Plans? Moment, was für ein nächster Teil? Es geht nicht wieder ums Kämpfen, oder? Nein. Dieser Teil ist ganz einfach. Du hast Scarlett gesehen, ja? Sie arbeitet hier schon eine Weile. Ich bin zwar nur ein einfacher Barkeeper, aber ich sehe Sachen. Ich sehe zum Beispiel, wie Travis sie anschaut. Und ich sehe, dass sie ihn manchmal anschaut. Okay. Wenn jemand, der nicht ihr Arbeitgeber ist, ihr vorschlägt, dass sie etwas Zeit mit Travis verbringt, würde ihm das sicher gut tun. Ja, von mir aus. Ich könnte mal mit ihr reden. Ja, ich weiß. Deshalb habe ich dir auch davon erzählt. Tu einfach, was nötig ist, damit sie sich mit mir und wir beide haben uns nieder... Ja, ist okay. Scarlett! Hey, lass mich einfach in Ruhe. Ich mach dir doch gar nichts, du käsiger Sackbär. So. Wie läuft es mit der Kuppelei? Ich bin noch dran, Digi. Hab gehört, was du über Diamond City gesagt hast. Häufig, dass das große... So. Scarlett! Wo bist du? Ich will dich ein bisschen verkuppeln. Aber nur ein ganz kleines bisschen. So. Wo ist sie? Scarlett? Wo ist sie? Das war auch meine Power-Rüstung, gell? Oh, die sollte ich auf jeden Fall... Na, sie ist nicht schlecht. Scarlett! Was ist die, Alter? Gehört, dass du Valentine ist denn jetzt? Gute Arbeit. Die meisten Sims jagen ja eine Scheißangst. Heilige Scheiße. Ach, da hinten. Warum bist du so weit da hinten, Digi? Was soll das denn? Ach, guck mal, wie schön das gemalt ist mit meiner Farbe übrigens. Geil. Hi! Hey, Scarlett. Ich mach grad Pause. Ja, das ist wunderbar.
Eigentlich wollte ich auch mit dir über Travis reden, wenn du kurz Zeit hast. Travis? Wirklich? Ja. Hat er was über mich gesagt? Naja. Ich habe von dem Kampf gehört. Travis war wirklich tapfer. Ja, das war er. Ja, total. Du solltest ihn mal besuchen. Meinst du? Ja. Ich meine, ich habe schon mal ein Auge auf ihn geworfen. Vielleicht... Nein, ich kann nicht einfach zu ihm rübergehen. Doch, natürlich. Natürlich. Auf geht's. Hey, Travis ist ein netter Typ. Und ich merke doch, dass du ihn magst. Ich glaube, er mag dich auch. Also rede doch einfach mal mit ihm. Okay. Na also. Ich gehe gleich zu ihm rüber. Danke. Kein Problem, habe ich gerne gemacht. Soll ich jetzt wieder zu Yefim? Okay. So, wer bist du? Und wer bist du? Hast du einen Grund, mich anzusprechen? Digga, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe dich doch gar nicht angesprochen. Sag mal, die sind ja aber auch ein bisschen bitchig drauf manchmal, oder? Security. Ach, das war die Security. So. Was war mit dir los? Okay. Da ist es. Stagaudin. Komm auf. Rein da und dann. Dann haben wir das ja auch gemacht. Was kommt jetzt als nächstes? Ist jetzt die Frage, ob das jetzt bereits schon alles war. Hi. Das ist schrecklich. Was ist schrecklich? Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Er hat Blödsinn gemacht. Und sieh nur, was jetzt passiert ist. Und du musst helfen. Ich kann das nicht. Du musst mir helfen. Hä, was habe ich gemacht? Wovon redest du? Ich rede von Vadim. Sie haben ihn entführt. Ah. Diese Männer, die das mit Travis veranstaltet haben. Sie kamen wieder und meinten, dass Vadim ihnen Geld schuldet. Dass sie einen Deal hatten. Ja. Er wollte nicht zahlen. Also haben sie sich ihn geschnappt und meinten, dass sie schon dafür sorgen würden, dass er zahlt. Und dann haben sie ihn einfach nach draußen geschleppt. Du musst was tun. Bitte sag mir, dass du was tun kannst. Ja, ich mach das. Ich hol ihn zurück. Ich hol ihn zurück, Yefim. Darauf kannst du dich verlassen. Bitte bring ihn einfach nur zurück. Er ist ein Idiot, aber er ist mein Bruder. Ich würde dich ja begleiten, aber jemand muss hier bleiben. Er ist doch kein Ding. Mit Travis. Vielleicht weiß er... Okay. Hast du kurz Zeit? Ich möchte dir was sagen. Okay, was wird's? Ja, auf geht's. Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Das weiß ich zu schätzen. Wir sind schon eine Weile zusammen unterwegs und mussten einiges einstecken. Aber durch den ganzen Scheiß hindurch hast du zu mir gestanden. Du hast mir den Rücken freigehalten und dafür gesorgt, dass ich keinen Unsinn anstelle. Ich denke, ich sollte dir ein wenig über die Person erzählen, mit der du reist. Ja. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wären wir Fremde. Ja, auf geht's. Ich schätze dein Vertrauen. Tja, du bist die erste Person, die es sich verdient hat. Oh. Alles fängt mit zwei heruntergekommenen Individuen an, die man wohl meine Eltern nennen könnte. Ich bin überzeugt, dass ich ein Versehen war, denn ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich jemals wie ihre Tochter behandelt haben. Ich wurde angeschrien und geschlagen. Alles, was ich tat, war falsch. Ich war in ihren Augen nur eine Plage. Oh Mann. Ich habe mir die ganze Zeit über gesagt, dass sie mich zumindest ein wenig geliebt haben. Denn sie haben mich nie rausgeschmissen. An meinem 18. Geburtstag fand ich dann heraus, warum sie mich da behalten hatten. Sie legten mir ein Elektrohalsband um und verkauften mich an Sklavenhändler. Ah. Sie verabschiedeten sich nicht mal von mir. 18 Jahre habe ich diesen Scheiß ertragen. Und dann war ich ihnen nur eine Tasche voll Kronkorken wert. Das ist schon scheiße. Das ist ja schrecklich. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich, das zu hören. Aber lass mich fertig erzählen. Okay. Es wäre so leicht, meine Eltern für meine reizende Persönlichkeit verantwortlich zu machen. Aber das war ich selber. Ich war 5 Jahre bei diesen Sklavenhändlern. Die härtesten 5 Jahre meines verdammten Lebens. Zu was sie mich gezwungen haben. Wie sie mich für ihr Vergnügen missbraucht haben. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Aber ich nutzte die Zeit und habe gelernt, ihre eigenen Methoden gegen sie anzuwenden. Okay. Ein paar Kronkorken aus den Taschen eines schlafenden Mannes zu stehlen, ist einfach. Solange man nicht habgierig wird. Okay. Wie hast du das dann gemacht? Ich weiß nicht, wie du das überlebt hast. Dann sind wir ja schon 2. Es hat mich all meine Geduld gekostet. Aber nach 5 Jahren hatte ich endlich genügend gestohlen, um mich freizukaufen. Doch statt abzuhören, mein Leben in Ordnung zu bringen, gab ich meiner Wut nach und bin nach Hause gegangen. Du kannst dir vorstellen, wie erstaunt meine Eltern waren, als ich ihre Tür aufgetreten habe. Du kannst dir aber nicht vorstellen, wie sie ausgesehen haben, als ich meine Knarre leer geschossen hatte. Du hast getan, was du tun musstest. Wirklich? Wenn ich die Augen schließe, sehe ich nur ihre angstverzerrten Gesichter.
Und dann kommen mir viele Gedanken und ich verurteile mich selbst. Und das zerreißt mich, verdammt nochmal. Denkst du, dass ich mir den Scheiß spritze und mich sinnlos betrinke, weil ich ein hartes, irisches Mädchen bin? Ich tue es, um zu vergessen und mein beschissenes Leben weiterzuleben. Jetzt bist du im Bilde. Jetzt kennst du Kate mit all ihren Fehlern und Schwächen und kannst über sie urteilen. Ja, aber muss ich nicht. Ich bin stolz auf dich. Ich wusste, dass es ein Wagnis ist, dir das alles zu erzählen. Aber ich hätte nie erwartet, dass du stolz auf mich bist. Ich denke, dass ich das von dir hören musste. Danke. Ist schon okay. Wir sind ja Freunde. Sieh mich an. Jetzt werde ich sogar rot. Nun, das besiegelt alles. Wir sind dann wohl Freunde. Hoffentlich bin ich dir eine gute Freundin. Sonst sehe ich ziemlich alt aus, was? Und die ist ja sympathisch, tatsächlich. Kate, ich mag dich. Du bist sympathisch. Okay, jetzt die Frage, wo müssen wir hin? Ist, der gute Bruder, ist der noch in der Stadt? Oder haben die den rausgejagt? Ach, fickt euch, ihr habt den rausgejagt. Wo habt ihr den... Ach nee, ich muss ja mit Travis reden. Ich muss ja erst mit Travis reden. So, was haben wir hier? Zement... Warum ist da einfach ein Zementsack drin? Ich habe jetzt kurz gedacht, ob ich den Witz bringe. Habt ihr schon mal was von Mülltrennung gehört? Aber irgendwie war es mir nicht wert. Das war es mir nicht wert. Nö, einfach nein. Travis, ich komme zu dir. Hallo. Willst du mit mir reden? Wollen wir ein bisschen Spaß haben? Komm. Hey, hallo. Hi. Schabernack. Hast du Vadim gesehen? Er wurde im Dugout entführt. Und Yefim dachte, du weißt vielleicht, wo Bull ihn hingebracht hat. Das ist echt kein lustiger Witz. Echt nicht. Digga. Du hältst das für einen Witz? Ist es aber nicht. Das ist mein Ernst. Moment, was? Echt jetzt? Oh Gott, gehst du mir auf den Sack? Oh Mann. Wow. Ist das... Das ist wegen dieser... Ja. So. Pass auf. Vadim hatte schon früher mit den Typen zu tun. Ja. Weshalb sie ihn entführt haben, ist nicht wichtig. Ihn zurückzuholen, aber schon. Du hast recht. Wir müssen ihn zurückholen. Ich sag zwar immer noch, dass es deine Schuld war, aber egal. Pass auf. Ich hab nicht allzu viele Freunde. Ja. Wenn Vadim verschwunden ist oder in Schwierigkeiten steckt, dann werde ich helfen, ihn zurückzuholen. Okay. Glaubst du wirklich, dass du das tun kannst, was getan werden muss? Du sprichst davon, Leute zu töten, oder? Wenn es nötig ist. Okay. Ich hab genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vermutlich in der alten Beantown-Brauerei hocken. Wir müssen dahin und ihnen zeigen, dass wir es ernst meinen. Und dann holen wir Vadim zurück und alles wird gut, oder? Das sollte im besten Fall so sein. Besorg mir eine Waffe, wir treffen uns da. Und dann bringen wir das zu Ende. Nice! Machen wir gerne. Triff dich mit Travis. Vor allem, es regt mich so auf, dass sie den Travis nennt. Der alte, der... Oh! Wenn der weg ist... Na also, guck dir das mal an. Sehr gut. Hast ja wohl mal ein paar Eier wachsen lassen, ha? Willst du mich verarschen? Ich bin die ganze Zeit am Mopsen. Hier. Hast dir ein paar Eier wachsen lassen, Summer? Jetzt mal... Sei mal nicht so frech. Ich hab dich eben noch gelobt, dass ich auf dich stolz bin. Also, ne? Ne? So, wie komme ich jetzt hier raus? Ach, da, ne? So, wo ist denn diese Brauerei? Und die andere Frage ist, ich kann von hier aus, kann ich mich aber auch teleportieren. Ja, das müsste gehen. Scheiß auf den Schrott, den lassen wir jetzt nochmal drin. Wo ist unser Ziel? Hier oben ist die Brauerei. Ach, lustig, da war ich auch schon mal. So, meine lieben Zugucker, wir sind da. Wir sind in der Brauerei angekommen. Da steht doch schon Travis. Hi, Travis. Es geht. Hi. Oh, Gott sei Dank. Du bist da. Ja, klar bin ich da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim haben, dann ist er vermutlich drin. Uns passiert doch nichts, oder? Nein, uns passiert nichts. Alles gut.
Wir schaffen das schon. Okay. Okay. Gut. Ich meine, ich krieg das hin. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Er wird sich einpissen, sobald die ersten Kugeln fliegen. Sehen wir das nicht alle so? Kate! Ratschläge? Kate, ich mag dich. Hast du sowas noch nie gemacht? Du bist sehr, sehr sympathisch. Meine Fresse, Kate drückt aber auch nochmal so schön tief in die Wunde rein. So. So, was machen wir mit dir? Kalte Füße nicht. Erst schießen, bleib hinter mir. Bleib hinter mir. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Wie du meinst. Richtig. Okay. Alles klar. Gut. Ich will mal ganz kurz gucken. Kellogg's Pistole, die hat 75, weil die hat einfach mehr Schaden. 88. Ist halt schade. Füllt deine Aktion bei einem kritischen Treffer wieder auf. Ja, super. Feuerrate 6, Schaden. Nee. Doch? Nee. Ja. Weißt du was? Wenn die einfach mal nehmen. Nehmen die jetzt einfach mal. Wie sieht die denn aus? Anders. Okay. Ich wollte gerade sagen, wie drehst du dich denn da? So, die landen. Ja, ähnlich nach. Okay, die macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Schaden. Ich müsste die mal aufwerten, aber das werde ich im nächsten Part machen. Beziehungsweise nicht jetzt, sondern jetzt mache ich einen Schnitt. Und im nächsten Part geht es dann direkt weiter, meine lieben Zugucker. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part sind wir dann da drin und dann schauen wir mal, was passiert. Ob wir Vadim wiederholen können. Dann passt auf euch auf, bleibt gesund und man sieht und hört sich. Haut rein. Tschüss.